Sehr geehrter Herr Dr. Meyer-Guckel, sehr geehrter Herr Janoschka, meine sehr geehrten Damen und Herren, für die Einladung hier als Stellvertreterin für die Kultusministerkonferenz vor dem Hochschulforum Digitalisierung zu sprechen und Kernanliegen und wesentliche Aspekte der geplanten Strategie Bildung in der digitalen Welt zu präsentieren, danke ich Ihnen sehr. Herzlich grüßen möchte ich Sie von allen Kolleginnen und Kollegen der Kultusministerkonferenz, die wie ich der Digitalisierung eine große Bedeutung zumessen. Und wir bewerten es daher sehr positiv, dass sich eine Vielzahl von Institutionen derzeit damit befasst. Es gibt ja kaum eine Institution, die sich derzeit nicht mit diesem großen Thema Digitalisierung beschäftigt. Das Hochschulforum Digitalisierung engagiert sich hier sehr stark und dafür Ihnen und allen heute beteiligten Partnern nochmals ganz herzlichen Dank. Und wir sind auch sehr gespannt auf Ihr Abschlusspapier und ich denke, wir können hier alle nur miteinander und voneinander auch lernen. Sicher erinnern sich einige von Ihnen an die provokante Äußerung von Bill Gates aus dem Jahr 2010, man werde in 5 Jahren, das wäre dann im letzten Jahr gewesen, die besten Vorlesungen der Welt kostenfrei im Netz finden und das sei besser als jede einzelne Hochschule. Naja, sicherlich ist richtig, dass die Zahl der Online-Angebote von Hochschulen sich vervielfacht hat und dass einige der sehr unterschiedlich organisierten virtuellen Lehrformate auf enormes Interesse stoßen. So konnte zum Beispiel in meinem Bundesland Brandenburg die Fachhochschule Potsdam mit einem MOOC, das heißt ja neudeutsch für Massive Open Online Course, vor einiger Zeit mehr als 20 Mal so viele Interessierte ansprechen, wie sie eingeschriebene Studenten hat. Das ist schon sehr beeindruckend. Aber ich denke, wir sind trotzdem immer noch zum Glück sehr weit davon entfernt, dass Studentinnen und Studenten lieber am Smartphone den Bachelor absolvieren, als in einem realen Studium und in einem Seminarraum. Das hat ohne Zweifel damit zu tun, dass wir Hochschule zu Recht als mehr verstehen als nur die Ansammlung einzelner Lehrveranstaltungen. Hochschulen sind Institutionen, die Wissen schaffen und Wissen vermitteln. Und sie sind vor allem auch ein Ort der Kommunikation und der Kreativität, die aus Kommunikation und aus Austausch auch entsteht. Und bei aller Steigerung der Studierendenzahlen sind Hochschulen immer noch eine Stätte, an der die persönliche Begegnung, die unmittelbare Möglichkeit zur Partizipation eine große Rolle spielt. Dieser, wenn man so möchte, Markenkern oder Wesenskern der deutschen Hochschule besitzt auch weiterhin eine hohe Attraktivität. Das belegen ja nicht zuletzt die nach wie vor steigenden Studierendenzahlen. Es wäre aber sicher falsch, sich einfach nur selbstzufrieden zurückzulehnen unter Verweis darauf, dass Digitalisierung mal mehr, mal weniger schon längst Eingang in die Hochschulen gefunden hätte und dass man das vielleicht das eine oder andere etwas verstärken muss. Das wäre sicherlich eine völlig falsche Einschätzung, denn die Digitalisierung ist sicher die größte und weitreichendste technologische Veränderung seit Jahrhunderten. Ich sage das ganz bewusst, weil ich denke, wir sollten das Thema Digitalisierung als das ansehen, was es ist, und es hat Auswirkungen auf alle Lebensbereiche. Wir spüren ja häufig, dass wir so etwas wie in einer Schwellenzeit leben. Und diese Zeitenwende ist vielleicht vergleichbar mit der Zeitspanne, als Johannes Gutenberg den Buchdruck erfand. Die digitale Revolution ist zugleich ja auch die 4. Stufe der industriellen Revolution. Erst war die Dampfmaschine, von vielen bestaunt, voller Angst, die sie auch ausgelöst hat. Dann Fließband, Massenproduktion und die industrielle Revolution. Danach der Computer und jetzt eben Industrie 4.0 als Schlagwort. Deswegen lautet die Frage ja schon längst nicht mehr, ob digitalisiert werden muss, sondern wie wir diesen Digitalisierungsprozess weiter intelligent gestalten können. Vielleicht nochmal zur Illustration einige Fakten. Für die erfolgreiche erste Apollo-Mission zum Mond war jeweils ein Datenvolumen ausreichend, das heute leicht von einem modernen Smartphone gespeichert werden könnte. Bis zum Jahr 2000 hat die Welt insgesamt 2 Exabyte neue Informationen generiert. Das entspricht 2 Milliarden Gigabyte. Heute werden in einem einzigen Tag mehr Daten erzeugt. Ich denke, nicht nur angesichts dieser Quantitäten hat sich die Kultusministerkonferenz in den zurückliegenden Monaten ebenfalls sehr intensiv mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt. Wir haben in einem ersten Schritt einen Dialog zwischen Fachexperten, Entscheidungsträgern und Bildungspolitikern aller 16 Ländern eine Entwurfsversion vorgestellt. Diese Entwurfsversion der KMK-Strategie Bildung in der digitalen Welt haben wir im Mai diesen Jahres veröffentlicht.
Sie bildete die Grundlage einer Reihe von Fachgesprächen, die im Juni und Juli in Berlin stattfanden. Und einbezogen waren hier auch die kommunalen Träger und das Bundesbildungsministerium. In einem zweiten Schritt wurden die teilweise sehr kritischen Stellungnahmen und Kommentare zu diesem ersten Entwurf ausgewertet und in einem Abstimmungsverfahren zu einer Entwurfsversion 2.0, das muss alles heute so modern heißen, zusammengeführt. Und wir stehen jetzt vor einem wichtigen Schritt. Die Kultusministerkonferenz wird in der kommenden Woche die Strategie Bildung in der digitalen Welt verabschieden und der Öffentlichkeit präsentieren. Und die Strategie befasst sich mit den Herausforderungen durch Digitalisierung in der schulischen, der beruflichen und der hochschulischen Bildung. Für den gesamten Bildungsbereich, und wahrscheinlich müssen wir doch schon in der Kita auch anfangen, das passiert ja teilweise sehr unkontrolliert heute schon, für den gesamten Bildungsbereich ist die Digitalisierung Chance und Herausforderung zugleich. Chance, weil sie dazu beitragen kann, formale Bildungsprozesse, das Lehren und Lernen so zu verändern, dass Talente und Potenziale individuell gefördert werden können. Nun, die Individualisierung der Bildung ist ja auch etwas ganz Wichtiges, um der großen Diversität der unterschiedlichen Biografien und Menschen und der Vielfalt auch entsprechen zu können. Eine Herausforderung deshalb, weil sowohl die Lehr- und die Lernformen sowie die Struktur von Lernumgebungen überdacht und neu gestaltet werden muss, weil Bildungsziele kritisch überprüft und erweitert werden müssen. Herausforderung aber auch natürlich, weil dafür infrastrukturelle, rechtliche und personelle Rahmenbedingungen zu schaffen sind, was uns heute vielleicht auch noch gar nicht bewusst ist, was das tatsächlich an Ressourcen zusätzlich bedeutet. Hochschulen und Länder nehmen schon bislang ihre Verantwortung bei der Weiterentwicklung der Digitalisierung wahr. Zahlreiche Konzepte und Strategien wurden bereits entwickelt und Aktivitäten auf den Weg gebracht. Und daran wollen wir auch gerne anknüpfen. Ich will den Beschluss der Kultusministerkonferenz in der kommenden Woche nicht zu weit vorgreifen, aber einige Punkte aus der Strategie möchte ich kurz benennen. Zum einen dient ja die Digitalisierung der Erfüllung der hochschulischen Kernaufgaben in Lehre und Forschung. Sie ist somit kein Selbstzweck. Und Hochschulen sind Treiber der Entwicklung. Mit anderen Worten, die digitale Entwicklung kommt nicht über uns, sondern die deutschen Hochschulen gestalten sie aktiv mit. Durch digitale Medien wird Lernen und Lehren orts- und zeitunabhängiger. Individuelle Lernvoraussetzungen können umfassender berücksichtigt werden und ermöglichen auch stärker als bislang lebensbegleitendes Lernen. Etwas sehr, sehr Wichtiges. Und das gehört ja auch zu den Dingen, um die wir uns beim Thema Lernen und Lehre intensiv bemühen. Dabei ist zu beachten, dass der Einsatz digitaler Medien einen Mehrwert für die Lehre darstellen und sich am Nutzen für die Studierenden und die Lehrenden messen lassen muss. Ein wesentlicher Mehrwert besteht natürlich in der Individualisierung, der Flexibilisierung und auch der Verbesserung der Reichweite der Lehrangebote. Und neuartige Bildungsangebote können die Sichtbarkeit deutscher Hochschulen besonders für Studieninteressierte aus anderen Ländern erhöhen. Und die Digitalisierung kann auch neue Zugangswege für Bildung schaffen, was uns ja auch ein wichtiges Anliegen ist, die Durchlässigkeit unserer Bildungssysteme zu erhöhen. Und hier trägt die Digitalisierung zweifellos dazu bei. Ein digital aufbereitetes Lehrangebot bietet die Möglichkeit, bisher nicht traditionell Studierende, wie beispielsweise beruflich qualifizierte oder ausländische Studierende, gezielter anzusprechen. Die Lehrenden müssen in die Lage versetzt werden, technologische Entwicklungen für den Lernprozess zu identifizieren. Sie können die Effizienz und Qualität ihres digitalen Lernangebots besser reflektieren, um schließlich diese digitalen Instrumente auch weiterzuentwickeln. Auch stellen sich neue Fragen in der bildungswissenschaftlichen Forschung. Wenn ich mir den berechtigten Gewinn an Aufmerksamkeit ansehe, den dieser Forschungszweig in den letzten 20 Jahren erlebt hat, wird das Forschen über das Lernen in der digitalen Welt sicher in Zukunft noch bedeutsamer werden. Denn auch das gehört dazu, wie verändert Digitalisierung unsere Wahrnehmung, unsere Lernprozesse, wie verändert es insgesamt Lernen und die Dinge, wie wir auf die Welt auch sehen, wie wir die Dinge auch tatsächlich wahrnehmen. Digitalisierung spielt ja auch in der Bildungswissenschaft als solche eine erhebliche Rolle, sei es, wenn es um das Thema Datenerhebung und Datenauswertung geht oder auch bei der Vernetzung der verschiedensten Bildungsbereiche.
Da die Digitalisierung alle Bereiche der Hochschule betrifft, ergeben sich auch Auswirkungen natürlich auf hochschulische Verwaltungsprozesse in Studium, Lehre und Prüfung sowie auf inhaltliche und technische Schnittstellen zwischen Lehre und Forschung. Es gibt vielleicht noch weitere wichtige Einzelaspekte, die Sie vielleicht auch interessieren könnten. Die Frage ist natürlich, wenn es um die Curricula geht, was ändert sich durch die Digitalisierung an den curricularen Anforderungen? Unserer Ansicht nach ergibt sich das inhärent aus den Kompetenzanforderungen des jeweiligen Fachs. Hier müssen die bundesweiten Fachgesellschaften und Studienkommissionen der Hochschulen unter diesem Gesichtspunkt systematisch an der Weiterentwicklung der Lehrinhalte arbeiten. Die Verbreitung von Lehrmaterialien, die aufgrund offener Lizenzen, das ist das große Thema Open Educational Resources, einmal erstellt werden und dann frei verfügbar und nutzbar sind, kann durch die Schaffung eines klaren und transparenten Rechtsrahmens sowie der Bereitstellung von Mitteln für die Grundversorgung und für die Leuchtturmprojekte vorangebracht werden. Und auch das ist nicht trivial, wie Sie wissen, hier klare Rechtsrahmen zu schaffen und Transparenz zu schaffen. Wir sind ja gerade in intensiven Diskussionen über Urheberrecht und Ähnliches. Ein wichtiges Handlungsfeld wäre aus unserer Sicht auch Campus Connect-Lösungen zu schaffen, die einen hochschulübergreifenden Austausch erlauben. Dazu wäre es notwendig, Standards für den Austausch von Informationen zwischen den gängigen Systemen an den Hochschulen zu entwickeln und deren technische Implementierung zu fördern. Ich nenne hier auch technisch und logistisch anspruchsvolle Themen wie die Zulassung oder Bibliotheken. Und Insider wissen, wie viele Jahre wir uns schon darum bemühen, hier ein einheitliches System zur Hochschulzulassung zu etablieren. Und nach wie vor sind auch hier nicht alle Probleme gelöst. Wir raten den Hochschulen dazu, jeweils eine eigene digitale Agenda zu entwickeln. Denn dies ist in Zukunft ein immer wichtiger werdendes Instrument der hochschulspezifischen Profilschärfung. Zugleich ist es unerlässlich, dass die Hochschulen neben der Schärfung ihres eigenen Profils im Bereich Digitalisierung auch Kooperationen eingehen, beispielsweise mit der außeruniversitären Forschung. Wenn es um die Gestaltung besonderer Studienangebote geht, die sich in einem internationalen Wettbewerb befinden, ist die Zusammenarbeit hier absolut sinnvoll. Es geht auch um Formen der Qualitätssicherung und der Standardisierung oder Zertifizierung, die ähnlich wie bei der Präsenzlehre mitgedacht werden müssen. Im Bereich der Forschung ist die Digitalisierung in vielen Gebieten bereits stark vertreten. Das Thema muss in der strategischen Forschungsplanung und der Förderung sowie der Forschungsinfrastruktur auch weiterhin konsequent mitbedacht werden. Und schließlich gehört auch die hochschulische Leistungsdimension des Wissenstransfers zu den Bereichen, die wir bei der Digitalisierung im Blick haben müssen. Hochschulen sind selbstverständlich für den klassischen Bereich Forschung und Lehre zuständig, aber immer stärker rückt in das Blickfeld auch die Funktion des Transfers in Wirtschaft und Gesellschaft. Die sich immer stärker verändernden wirtschaftlichen Prozesse erfordern natürlich auch eine Passfähigkeit bei der Organisation des Wissenstransfers. Für die Hochschulen können sich dabei sowohl regional als auch überregional erweiterte Möglichkeiten, aber natürlich auch Konkurrenzsituationen ergeben. Dabei gilt es natürlich, vorhandene Stärken wie vorhandene Kooperationsmöglichkeiten zu nutzen, um sich auf die anstehenden Herausforderungen vorzubereiten. Meine Damen und Herren, derzeit, so muss man konstatieren, ist die Haltung der meisten Hochschulen durch Pragmatismus gekennzeichnet. Und das ist ja auch richtig, wird aber der Größe der Herausforderung nicht immer gerecht. Digitalisierung im Hochschulbereich ist unterschiedlich weit vorangeschritten und wird mit sehr unterschiedlichem Tempo auch vorangetrieben. Wenn ich einen Ausblick auf die Hochschule 2030 unter den Vorzeichen der digitalen Entwicklung, ich meine jetzt eine gesteuerte, von uns strategisch geplante Entwicklung, entwerfen sollte, würde sich folgendes Bild ergeben. Digitale Instrumentarien machen die Präsenzhochschule attraktiv, denn forschungsbasierte Lehre wird analog und digital angeboten. Neue Lehr- und Lernmethoden sind selbstverständlicher Bestandteil des didaktischen Instrumentariums. Sie sind selbstverständlich barrierefrei zugänglich und nutzbar und tragen der Diversität der Studierenden Rechnung. Digitale Handlungskompetenzen, und zwar fachlich, methodisch und auch sozial, werden umfassend gefördert. Professionelle, prozessbegleitende Supportstrukturen sind fester Bestandteil der Hochschulen. Und die Hochschulen verfügen über eine professionelle IT-Governance.
Die Campus-Management-Systeme funktionieren intuitiv und ermöglichen eine hochschulübergreifende Vernetzung. Das ist eine Traumvorstellung für 2030, damit wir wissen, wo wir hinwollen. Und die Digitalisierung erstreckt sich als strategische Entwicklungslinie über alle Leistungsdimensionen der Hochschulen. Die Kultusministerkonferenz möchte mit ihrer Strategie einen Beitrag dazu leisten, Gestaltungsprozesse an und zwischen den Hochschulen zu fördern. Zugleich sind die Überlegungen natürlich wichtig für Steuerungsprozesse der Länder in der Hochschulentwicklung, für die gemeinsame Bund-Länder-Forschungsförderung und für das Zusammenwirken von Wissenschaft und Wirtschaft. Die digitale Entwicklung betrifft alle Bereiche der Hochschulen, die Verwaltung, die IT-Infrastruktur, die Gestaltung der Curricula, Weiterbildungsangebote, die Stärkung der Präsenzhochschule, Internationalisierung und vieles weitere mehr. Ich freue mich sehr, dass Sie sich mit diesem wichtigen Thema so umfangreich beschäftigt haben. Und ich bin mir sicher, dass sich unsere gemeinsamen Anstrengungen lohnen werden und dass wir hier auch gemeinsam miteinander viel voneinander lernen können für die Zukunftssicherung des Wissensstandorts Deutschland. Herzlichen Dank und einen spannenden Verlauf für den heutigen Tag. Dankeschön. Applaus